Hi, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht weiter mit Days Gone und wir haben ja im letzten Mal unseren Kollegen hier, nachdem er mit einem Bunsenbrenner schön gegart wurde, hier in unser Versteck gebracht und jetzt heißt es, weiter geht's. Muss nochmal eben hier die Munition rausnehmen, denn beim Speichern hat er es wohl nicht akzeptiert gehabt. So, runter. Erste Video habe ich ja auch schon hochgeladen. Dein Arm wird zum Zeitpunkt. Wieder. Scheißdreck. Ich muss was für seinen Arm finden. Ja, stöhn mal nicht so. Zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt heute ist auch die erste Folge genau heute rausgekommen. Und ich hoffe, es hat guten Anklang gefunden, dass mal wieder ein Video erschienen ist. Jetzt muss ich schauen. Muss ich jetzt einfach erstmal mit einem Bike? Habe ich überhaupt ein Bike? Kann ich mit einem Bike fahren? Eine Aussicht hier. Hier ist nichts. Das kann ich aufheben. Das ist gut. Was man aufheben kann, mitnehmen. Komme ich denn hier raus? Ja. Ich nehme nicht Boozers Bike. Ich muss meins holen, bevor es dunkel wird. Oh, ich muss jetzt noch mein Bike holen. Oh, Armbrustbolzen. Ich sollte die Armbrust mitnehmen. Soll ich die Armbrust mitnehmen? Ich nehme die Armbrust mit, ne? Ja. Wir nehmen die Armbrust mit, weil aus Gründen. Die macht nicht so einen Lärm. Stimmt, hier war ja eine Armbrust. Hallo? So, habe ich jetzt nur die Armbrust? Jetzt habe ich die Pistole aber nicht. Kann er nicht beide mitnehmen? Oder vertue ich mich jetzt? Ah doch. Okay, er kann sie mitnehmen. Beide Waffen hat er. Er hat ja auch dann einen Halfter. Habe ich gar nicht gesehen. Okay. Armbrust immer gut. Wo kann ich jetzt Bolzen herstellen? Da, dafür brauche ich Zedernsetzlinge. Was auch immer das ist. Irgendwelche Pfeile. Das hier. Usa, bist du wach? Ja, Dick. Was gibt's? Ich habe da gerade jemanden ums Versteck schleichen sehen. Was zum Henker? Was hat er vor? Keine Ahnung, ich werde ihm folgen. Mal sehen, ob da noch mehr sind. Wie gesagt, wohin? Scheiß auf Copeland. Ich mach das nicht für ihn. Dicken Ende. Wanderer da hinten. Er rennt weg. Da ist ein Zombie. Ich habe ein bisschen Angst, dass der aufsteht. Ausdauer verbraucht. Meine Güte, hast du wenig Ausdauer, Jung. Ich habe den gar nicht gesehen. Tarnung, Markierung. Verwende das Fernglas mit nach oben und drücke R2, um Gegner zu markieren. Okay. Da war halt noch einer da hinten. Schön dickes Ding. Eine Art Wachturm mit Zaun und allem. Genau richtig für uns. Klingt eigentlich ganz gut. Ich würde sagen, wenn es dunkel wird, legen wir die Scheißkerle um und machen es uns gemütlich. Naja, die werden Waffen haben. Der eine von beiden sah zielen. Zielen sinken. Armbrustbolzen werden durch die Schwerkraft beeinflusst. Okay, das ist schon klar. Wir packen das. Ja, scheiß auf euch. Okay. Ich bringe euch um. Da hinten ist noch einer. Ich muss nachladen. Vorsicht! Ja, auf ihn, auf ihn! Okay, ich habe ein bisschen. Geschossen.
bin nicht gerade leise. Du bist der Letzte. Hallo? Hallo? Ich habe den falschen Knopf gedrückt. Ich dachte, Schlagen ist mit Viereck. Die müssen uns gefolgt sein. Arschlöcher. Verpisst euch vom O'Leary Mountain. Genau, verpisst euch. Ich habe ihr Camp gefunden. Nur ein paar Drifter, die bei uns einziehen wollten. Wie gesagt, es wird... Schneller Waffenwechsel. Okay. Zeit darüber nachzudenken, nach Norden abzuhauen. Kümmern wir uns erstmal um deinen Arm. Und dann um die Reisepläne. Ich gehe jetzt zu meinem Bike. Dicken Ende. Oh, da bin ich jetzt beinahe noch drauf gegangen. Ja, jetzt muss ich meinen Bike holen. Verdammte Freaker. Wieso, was ist denn jetzt passiert? Ach, da hinten. Wo habe ich mit dem Armbrustbolzen scheiße geschossen? Oh. Ich hatte gar kein Leben. Das war rot. Oh Scheiße. Weg, weg. Lauf! Lauf! Mehr viel Munition! Mehr Beute. Ich sollte die vielleicht. Oh, verdammter nicht. Regen! Mal sind's die Freaks und dann dieser verdammte Regen. Wieso regnet es andauernd? Fühlte ich mich jetzt gerade ein bisschen geil mit. Ganz ehrlich. Ich müsste bald da sein. Ich muss zu meinem Bike. Ich bin fast da. Keine Kugeln mehr. Sehr schön. Nimm meine Pistole in der Hand. Gute Nacht. Du dumme Foot, ey. Die können ja ausweichen. Die können ja ausweichen, den Kugeln. Was sind das denn? Das sind ja richtige Freaks. Kann nicht mehr weit sein. Deswegen heißen die auch nicht Zombies. Komm schon, Baby, wo zum Teufel steckst du? Hier ist ein Bike. Hier war's. Genau hier haben wir es abgestellt. Nein, es ist weg. Nein. Mein Bike ist weg. Fuck!
Verdammt, Copeland! Hey, du bist aus Copelands Camp! Zum Teufel ist mein Bike! Hey, stopp! Halt, verdammt! Du, ich krieg dich. Da, hör auf zu lügen. Ich bring dich nicht um! Halt an! Verdammte Scheiße! Du musst Copeland fragen. Ich weiß nicht. Hey, ich will nur mein Bike! Ich schieß den gleich ins Bein. Oh Gott, der ist eine lange Ausdauer. Jetzt werde ich dich umbringen. Usa, bist du da? Ja, Dick. Hast du dein Bike? Nein. Copelands Männer waren vor mir da. Ich gehe zu seinem Camp. Dicken Ende. Da war er doch ein... Hey. Wieso wird der nicht angegriffen? What? Was ist das denn jetzt? Können wir da nicht einfach rein? Halt! Doch, ich kann mich irgendwie erinnern. Das war eine. Doch, das ist, glaube ich, ein gutes Camp, oder? Hey, John, bist du da? Irgend so ein Wichser hat mein Bike geklaut! Okay. Okay. Ja, zu dem will ich gerade. Sehr gut. Küche. Hier kann man das, glaube ich, irgendwas aufwerten, oder? Abliefern. Fleisch und Pflanzen können gesammelt in den Campküchen abgeben werden, um Vertrauen zu gewinnen. Okay. Wow. 8 von 5000. Gibt mir nicht zu viel. Beute abliefern. Rieke-Ohren können gesammelt. Was? Jazzy. Schwärmerohr. Hey, gut gemacht. 80 von 5000. Bis dann. Wir sehen uns. Ich bin heute nicht auf Ärger aus. Händler? Hey, Manny. Hey, hab dich hier lange nicht gesehen. Okay. Oder war zu beschäftigt? Voll drin. Irgendwo muss das Futter herkommen. Ja, das Camperleben. Ja, Camperleben. Da gibt es ein Buch. Zen und die Kunst der Reparatur. Kennst du? Nein, ich hatte früher nicht so viel Zeit zum Lesen, weißt du? Ja, ich hatte eine Werkstatt in Farewell. Ich habe es allen zum Lesen gegeben. Der Beruf des Mechanikers erfordert innere Ruhe. Arbeiten Sie mit leerem Magen für die Konzentration. Manny, ich suche ein Bike. Ach ja? Oh. Oh, oh, oh. Du, das hier lieber nicht. Warum nicht? Ja, das kommt frisch vom Laster. Ich meine, irgendein Penner hat es im Regen stehen lassen. Total verrostet. Und es wurde hart rangenommen. Der Vollidiot wusste nichts über Bikes. Ist das so? Ja, so ist es. Zum Teufel mit dem Ding. Ich meine, wir haben es gerade zerlegt. Er hatte nicht mal eine Benzinpumpe. Die hätten wir gebraucht. Oh Mann, eine Benzinpumpe. So eine? Okay. So eine, Manny. Okay, okay. Als ich Idiot gesagt habe, meinte ich, diese Idioten, die das Bike herbrachten, die haben das Teil nicht richtig fixiert und es da hinten, ja, rumklappern lassen und... Dick, lass uns reden. Sieht aus, als hättet ihr Ärger gehabt. Ein Angriff gestern Abend. Wieder Ripper. Das war schon das zweite Mal. Manche sagen, die suchen dich und Boozer. Da draußen wird immer viel Bullshit erzählt. Boozer, der liegt rum. Die Leute hier kommen zurecht. Mehrere Tage ohne Essen? Naja, du weißt, wie es ist. Reicht euch der See nicht? Wir angeln genug Forellen. Es ist ein Schmelzwassersee. Wer niemand Fische einsetzt, ist er irgendwann leer gefischt. Wie alles andere auch. Guck mal, ey. Ihn für eine fette Wumme, gib die mal her. Als Kind war ich hier immer mit meinem Vater. Ja, kann nämlich auch. Wir bauten Hochstände, legten Salzlecksteine darunter aus und schossen das Wild. Im
manchen Wintern hatten wir mehr Fleisch, als wir essen konnten. Ich glaube nicht, dass das legal war, das Ködern mit Salz damals. Für Dad gab's nur ein Gesetz, die Verfassung der Vereinigten Staaten. Wenn er uns jetzt sehen könnte. Amerika, das Land der Freiheit. So ist es. Ich habe Leon getroffen. Ja? Hat mir was vorbeigebracht. Ist das so? Den Leuten hier geht's beschissen, Deke. Oh, Leon. Zack sagt, er sei abgehauen. Der ist weg. Hör zu. Finde sein Versteck und bring alles zu mir. Zu mir, Deke. Und danach, tja, dann tun wir was für dich. Das Bike, das deine Männer gestohlen und zerlegt haben. Altmetall, Deke. Altmetall. Alles klar. Ich versuch's mir zu merken. Schicke Mütze. Was? Nein, die hier. Fass mich bloß. Ganz langsam. Leon hatte so eine Mütze. Cobb, ich schwöre. Stopp. Du willst hier Geschäfte machen? Dann musst du für mich arbeiten. Cobb. Ach, scheiße. Okay. Jetzt bin ich eh schon hier. Was hast du? Also, geht doch. Eine Gruppe Drifter plündert meine Vorratslieferung. Jetzt sind sie im Funkturm westlich vom O'Leary Mountain. Ist das nicht deine Gegend? Nein, ist sie nicht, aber ich kümmere mich drum. Das dachte ich mir. Wow, und schon bin ich die Schlampe für alle. Ich nehme jetzt alles mit. Ah, das sind so Sammel. Ja, komm. Kartenziel. Ach so, jetzt kommt das wieder. Ja. Das hat er beim letzten nicht mehr mitgespeichert, dass ich das schon gemacht hatte. Fortschritt aktiv, Sammelobjekte. Okay. Sind ein paar. Grobe Zeichnung einer Engelstatue. Copeland, das Recht, Waffen zu tragen. Eine Kopie der amerikanischen Verfassung gefunden in Copelands Camp. Okay. Eine Geburtstagskarte für Copeland gefunden in Copelands Camp. Schön, wenn man so noch gebastelte Sachen bekommt. Trophäen. Ja, okay. Das ist eine Menge zu tun auf jeden Fall. So. Hat hier wer Husten? Braucht jemand Hilfe? Gibt's hier irgendwas zum Sammeln? Der Hund hat mein Bike. Ich hätte gern ein Bike. Und deine Wumme. Ich will mich hier so... billig ohne richtiger Waffe. Erst muss ich jetzt hier gucken, was ich hier kaufen kann. Kann ich Camphändler, kann ich Munition kaufen? Oh ja. 120, wie viel habe ich denn? Ich habe 129. Vertrauensstufe erforderlich. Splittergranate, Vertrauensstufe 3. Und... verdammt, ich kann doch jetzt nicht so viel Geld ausgeben für sowas. Dick, Dick. Warte, du sollst wissen, dass es mir leid tut. Ich wusste es nicht, ich schwör's. Weißt du überhaupt, wie viel Arbeit ich in dieses Bike gesteckt habe? Das war ein Drifter-Bike, Manny. Ich weiß, ich weiß. Ich werd's wieder gut machen, ich schwör's. Ich hab ein neues gebaut. Die Drecksmühle nennst du ein Bike? Ich weiß, es ist nicht... Ich werde mich nach Teilen umsehen. Ich mach dir was klar. Ich schwör's.
Okay, und was ist mit meinem Spezialtank, Manny? Weißt du, der, den mir meine verstorbene Frau geschenkt hat? Findest du den auch? Mann, Dick, tut mir leid. Geh mir einfach aus dem Weg. Mission abgeschlossen. 4000 EP. 1000 Vertrauenpunkt. Oh, doch, das geht dann doch recht schnell. Für die Fahrtrüsten. Rosa und ich können erst nach Norden fahren, wenn ich dieses Bike repariert und bessere Ausrüstung besorgt habe. Naja. Die haben sich verpisst. Neuer Fertigkeitspunkt. Oh ja. Wo war das? Wollte erst Überleben machen, ne? Ich habe einen Punkt. Pflanzen anzeigen ist natürlich auch nicht schlecht. Symbolen. So Fernkampfsachen ist jetzt sowas wie Konzentration. Okay, das ist natürlich jetzt auch nicht schlecht. Zielen in der Bewegung präziser ist auch nicht so verkehrt. Die Fähigkeit auf einen Nahkampfangriff, einen Fernkampfangriff folgen zu lassen, enormen Schaden zu... Boah, verdammt. Nahkampfwaffen zu Schrott. Was mache ich jetzt? Ich möchte erst, glaube ich, hier, weil looten. Looten ist immer wichtig. Holzen wiederfinden? Nee. Machen wir Pflanzen oder mache ich Auge fürs Detail? Machen wir Auge fürs Detail. Kann ich hier Schrott abgeben? Kannst du Bike auftanken, reparieren, anpassen, Motorteile verbessern. Ja, man kann sein Motorrad verbessern. Ja, wieso kann ich mich daran an nichts mehr erinnern? Und wieso muss ich so viel Vertrauensstufe haben, damit ich das überhaupt machen darf? Und dann kostet das auch noch Geld. Ach, aber das darf ich. Kostet nix. Yo, willst du denn irgendwas kaufen? Das geht natürlich wieder nicht. Wie das auch nicht geht, geht nur Standard. Okay, Mann. Hole ich mir jetzt Munition? Mal um. Ich kaufe Gewehrmunition. Ich brauche. Na dann. Okay. Scheiße, das ist doch kein. Ich hab wieder ein Bike. Tippe Kreis an, während du beschleunigst, um zu driften. Du hast dein Bike verloren. Entweder auf den Grund eines Sees irgendwo in der Schlucht oder in den Weiten der Pearl Wilderness. Wenn du noch in der Nähe bist, kannst du es mit Hilfe der Karte an einen nahen Ort bergen. Okay. Wo soll ich jetzt hin? Da oben. Ich suche die Nero MME nach sterilen Verbänden für Boozer. Ah, ein Camp? Wo ist das denn? Da oben. Okay. Nee, das ist mir jetzt zu viel. Doch lieber das machen. Räume alle Nester. Boozer, bist du da? Ja, Nick. Wie geht's dir? Was macht der Arm? Wie gesagt, wird schon. Okay, ich will trotzdem ein bisschen noch zum Angst. Nero-Kontrollpunkt da sterile Verbände holen, eine Salbe oder so. Ja klar, mach nur. Ich geh dann raus und sichere den Berg.
Bruiser, nein, nein, du hast Verbrennungen dritten Grades. Du ruhst dich aus, okay? Ich komme so schnell ich kann. Ich glaube. Oh. Ich glaube, ich könnte es gegen die Schmerzen gebrauchen. Ja, ja, klar. Ich werde sehen, was ich finde. Ich finde schon was. Das ist der Nero-Kontrollpunkt. Ich brauche was für Busas Arm. Was? Die kommen noch an? Kann ich hier umfahren? Kann ich absteigen? Ah, Viereck. Okay. Schrott. Hallo? Kannst du das mal aufmachen? Danke. In der Zeit, Leute, könnt ihr doch schon mal ein Like da lassen, den Kanal abonnieren und, falls noch nicht geschehen, natürlich. Und mir was Schönes in die Kommentare schreiben, wie gut ich doch mal wieder aussehe, zum Beispiel. Während ich hier eben ein paar Autos knacke. Spiel beim Bike speichern, okay. Schnell speichern. Aber eine Nahkampfwaffe, oder? Oh, eine Machete. Rasenmähermachete. Generator. Hier muss irgendwo einer sein. Hier ist was? Sprit. Ah, gutes Timing. Das sollte reichen. Okay, oh, da muss ich rein. Hier ist nix. Bingo, da ist er. Na los, du Scheißding, spring schon an. Ich brauche Benzin. Oh, hab ich ja. Warte. Da. Gefunden. Okay. Ja. Verdammte Scheiße. Das wird sie alle zu mir locken. Fuck. Thank you.
Entschuldigung. Endlich die Frische! What the fuck, ey? Komm ich hier rein? Sterile Verbände. Wo bewahren Sie die bloß auf? Gute Frage. Hier ist was. Ich dachte, der steht jetzt auf. Ich stand schon bereit zum Schlagen. Ja, sterile Verbände. Genau das, was ich brauche. Jetzt muss ich das nur noch zurück zu Busa bringen. Ja, wenn du es so anpackst, dann ist es nicht mehr lange steril. Nero-Injektor. Nero-Injektoren findest du in Neros mobilen medizinischen Einheiten in Nero-Kontrollpunkten. Du kannst damit dauerhaft deine Gesundheit, Ausdauer und Konzentration erhöhen. Ach so, okay. Ich würde mal sagen Ausdauer. Injektor oder so. Warum eigentlich nicht? Ich mach mal die Ausdauer hoch. Besser leben mit Chemie. Waffenschrank? Okay, kannst du immer drauf zugreifen anscheinend. Ich krieg... Naja, das ist ja doof. Ich krieg das hier als Dings drauf über meinen Controller. Da krieg ich doch nichts mit. Habe ich denn da? Da. Ne, ist ja näher, doch das. Unsere Einheit ist bereit zum Abzug. Ich habe gerade erfahren, unsere ganze Arbeit hier draußen war Zeitverschwendung. Hunderte Infizierte strömen bei Farewell über den Highway. Die hält niemand mehr auf. Die Kontrollpunkte fallen. Wir ziehen ab! Okay, ich komme. Okay. Innerhalb von 6 Stunden wurden die überrannt hier. Entsprechend, jetzt habe ich immer noch den Sound hier ablaufen auf meinem Controller. Du hättest mit deinen Freunden ab- Kann man das irgendwie einstellen, dass es nicht darüber läuft? Controller-Lautsprecher aus. Willkommen in meiner Welt. Das bringt euch ja jetzt nichts. Hallo. Warte mal, soll ich vielleicht ein paar... Was habe ich alles? Fallen kann ich nicht. Ein Stein, okay. Dann kann ich doch die Sachen wieder aufheben. Noch viel schlauer so. Noch mehr Benzin. Wir fahren mal. Busa, bist du da? Busa, Gottverdammt, antworte mir! Er meldet sich nicht. Wo steckt er nur? Keine Ahnung, aber warum ist die Karte so kack eingezeichnet? Ah, okay, hier ist ein Weg. St. John, hier spricht Cope. Wenn du am Turm bist, meine Frequenz wurde abgeschaltet. Bring's in Ordnung, ich zahle dafür. Also diese Männer, kennst du die? Dir den Saft abzudrehen, klingt ziemlich persönlich. Verdammt, ja, es ist persönlich. Sie gehörten zum Camp, aber die Regeln passten ihnen wohl nicht. Nicht stehlen, nicht morden.
Oder es ging ihnen wie mir. Und sie hatten einfach genug von deinem paranoiden Schwachsinn. St. John Anne. Geh jetzt nicht weit weg oder so. Nee. Einfach weiter. Scheiße, Cope. Danke für die Info. Ich helfe, wo ich kann. Cope, Ende. Jo, was hat er denn jetzt gerade gesagt? Was? Ah, ich kann sogar Side-Loop. Alter, was stimmt hier nicht? Mach zu. Danke. Kampferflucht. Manches Wegloppen die beste Strategie. Na. Fuck, ich muss den reparieren. Mal sehen, was da geht. Ah, dafür braucht man Schrott. Fuck, nur gucken kann ich nicht. Ich bin wirklich ein schlechter Schütze. Ohne Scheiß. Was? Bierflasche. Lecker Bier. Ich habe nur eine Bier getrunken. So, Bowser. Hey, Boozer. Boozer. Ich habe da so ein Zeug für deinen Arm gefunden. Boozer? Oh, shit. Boozer! Hey. Wow. Oh, shit. Scheiße, Dick. Fast hätte ich dich umgeballert. Lass mich mal den Arm ansehen, ja? Nein. Oh, nein. Lass mich mal den Arm ansehen. Alles gut. Gut. Hey, Dick. Danke, Mann. Das wird schon, okay? Das wird wieder. Die haben sich verpisst. 3000 EP. Nochmal im Camp Vertrauen bekommen. Die suchen nach Nero 8%, okay. So, Leute. War's für die heutige Ausgabe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Das müsst ihr da lassen. Aber das habt ihr ja schon gemacht. Hatte ich ja euch schon drum gebeten. Und ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin reingehauen. Euer Patrick. Tschüss.